bin überwältigt, dass wir so viele sind heute im Ballhausplatz. Ich möchte mich bedanken für die Einleitung und begrüße jetzt zuerst die Festgäste, die ich heute, ohne respektlos zu sein wollen, zu den hohen Würdenträgern und Würdenträgerinnen dieser Stadt zuerst begrüßen möchte. Richard Wadani, Deserteur der Wehrmacht. Friedrich Zerhardt, Deserteur der Wehrmacht. Josef Stachel, Deserteur der Wehrmacht. Und Paul Rodiker, Deserteur der Wehrmacht. Und wenn es noch mehr Deserteure der Wehrmacht gibt, die hier sind, entschuldige mich gleich, aber ich freue mich außerordentlich, dass wir diese Eröffnung des Denkmals in Anwesenheit von Überlebenden des NS-Terrors, in Anwesenheit von Deserteuren der Wehrmacht überhaupt machen können, weil wir werden nicht alle 100 und wir sind sehr froh, dass wir es geschafft haben, dass Richard Wadani heute auch bei uns ist und alle anderen vorher erwähnten Deserteure. Wir haben die Tat der Desertion in den letzten Jahrzehnten in Österreich, ich sage nicht neu bewertet, aber es hat insgesamt zumindest eine freundliche Bewertung gegeben. Für mich ist es sehr einfach, die Desertion aus der Wehrmacht ist immer unabhängig, ob sie aus religiösen Gründen oder aus politischen Gründen oder aus Liebe oder aus Angst, aus familiären Gründen erfolgt ist, die Desertion ist immer eine Friedenstat. Dafür gebührt allen, die desertiert sind, unser Dank. Die NS-Militärjustiz hat über 30.000 Todesurteile verhängt. Und die Hälfte davon wurden vollstreckt. Der Grauen ist schwer zu fassen. 1945 Kriegsende, 2009 die Rehabilitierung durch den Nationalrat, 2014 heute die Eröffnung des Denkmals. Jetzt könnte man natürlich schon sehr lange und sehr trefflich darüber diskutieren, was denn zwischen 1945 und 2009, sind doch ein paar Jahrzehnte, passiert ist oder eben nicht passiert ist. Aber heute gilt unser Augenmerk, warum sind wir hier, warum haben wir es geschafft, warum ist jetzt an einem zentralen Platz der Republik, einem der zentralsten Plätze, nicht nur der Stadt Wien, sondern von ganz Österreich, das Deserteursdenkmal, das Denkmal für Opfer der NS-Militärjustiz überhaupt möglich geworden. Das verdanken wir am Ende natürlich, freuen wir uns als Politiker und Politikerinnen über die eigene Arbeit und da sind auch sehr viele zum Glück von sehr vielen Fraktionen auch am Ende mit dabei gewesen. Die verstorbene Barbara Brammer, wenn ich für die Sozialdemokratie, den Herrn Andreas Kohl für die Volkspartei und wenn ich von meinen eigenen Kollegen und Kolleginnen einen einzelnen herausnehme, sind die vielen beleidigt, die sich dafür engagiert haben. Aber seit Jahrzehnten arbeiten sehr viele für den Erfolg dieses Denkmals. Der ist aber nicht in erster Linie möglich geworden, weil sie die Politik endlich durchgerungen hat. Das braucht es am Ende. Aber ohne den Einsatz von Richard Wadani, ohne den Einsatz des Personenkomitees Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz, wären wir heute nicht hier und ganz sicher nicht an diesem Platz, das weiß ich selber, weil auch ich zwischendurch geglaubt habe, wir werden auch einen schönen, aber einen weniger zentralen Platz finden. Aber der unermüdliche Einsatz, Richard, du wirst es heute noch öfter, er hat es nicht so gern, wenn man ihn einzeln öfter erwähnt und lobt, aber du wirst es heute noch öfter über dich ergehen lassen müssen, aber ohne dein beharrliches, ständig dranbleiben und uns ununterbrochen daran erinnern, was notwendig ist. Und ich glaube, du wirst heute wahrscheinlich schon wieder eine neue Idee haben, was wir weiterhin zu tun haben. Das ist ja heute nicht ein Schlusspunkt, sondern ein Ausgangspunkt von diesem Platz aus. Ich glaube, wir können dir gar nicht genug danken für deinen Einsatz, wenn das auch sehr viel Kraftanstrengung für andere Leute war. Vielen Dank, Richard, für deinen Einsatz. Dieser zentrale Platz hier soll natürlich in Zukunft auch eine Funktion haben mit dem Deserteursdenkmal. Das ist ein
idealer Platz als Ausgangspunkt für zivilen Ungehorsam. Das ist ein, und ich hoffe, er wird auch von der Zivilgesellschaft so genutzt werden. Ich bin mir sicher, er wird so genutzt werden. Einen besseren Platz hätte ich mir nicht vorstellen können. Wer uns alles zusieht, heute aus der ersten Reihe zusieht, ist unglaublich der Platz hier. Am Tag der offenen Tür sind hier Wiener und Wienerinnen, aber nicht an dem Tag Touristen, Touristinnen, alle, die in die Stadt kommen, alle, die hier wohnen, alle, die hier auf Besuch sind, kommen an diesem Denkmal vorbei. Wenn ich mir noch was wünschen darf für das Denkmal, da hinten ist ein Zaun. Die Eva Blimlinger hat neulich eine Idee geboren, das wäre doch schön, wenn wir hier das alles in ein Ensemble, jetzt weiß ich aber, dass wir, dass ich bin nicht zuständig dafür, die Eva Blimlinger darf das auch nicht selber machen, das wäre doch schön, wenn wir das öffnen könnten und das alles integrieren könnten. Ich weiß nicht, welche Hindernisse es dafür gibt, aber mich würde es persönlich sehr freuen. Das Personenkomitee hat geschafft, dass eine sehr, sehr breite Unterstützung für dieses Denkmal möglich war außerhalb der Politik. Alleine ist nicht möglich, alle Namen aufzuzählen, aber wenn ich den Bogen von der Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek bis zum Kardinal Schönborn spannen darf, die beide bei der Ausstellung, die vor ein paar Jahren stattgefunden hat für die Deserteure, was damals recht war in Wien, beide damals die Schirmherrschaft übernommen haben, beide unterstützen, dass dieses Denkmal hier ist und Dutzende, Hunderte andere unterstützen, dann sieht man, welche großartige Arbeit geleistet wurde, um einen großen Bogen in der Gesellschaft zu schaffen. Vielen Dank auch dafür. Ich möchte abschließend ein Wort von Elfriede Jelinek abwandeln. Nur wenige, die hier sind, wissen, was sie damals getan hätten, weil sie dabei waren. Die meisten von uns, so wie ich, wir wissen nicht, was wir damals getan hätten, aber wir wissen, was wir damals tun hätten sollen. Das, was Richard Wadani, Friedrich Zerha, Paul Wodicka und Josef Stachel getan haben. Vielen Dank.